Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich bin gerade draußen in der Natur und genieße einen wunderbaren sonnigen Novembertag und sammle einiges an Wildgrün. Die, die mich schon länger hier auf diesem Kanal verfolgen, wissen ja, wie wichtig für mich der Anteil des Wildgrüns in meiner Ernährung ist. Und ich lasse es mir auch nicht im Winter nehmen, regelmäßig Wildgrün zu sammeln. Ich hatte heute meine Kamera dabei und nehme euch mit in die Natur und zeige euch, welche Wildpflanzen ihr im November noch in der Natur sammeln könnt. Los geht's! Das ist die Brennnessel. Ihr seht, noch schön grün. Aber es fällt auch auf, dass die älteren Blätter hier weiter unten so weiße Flecken haben. Die würde ich dann nicht mehr ernten, sondern die oberen 4 bis 6 Blätter, die noch schön saftig grün sind. Die Brennnessel mag die Kälte nicht so sehr. Also wenn es jetzt weiter richtig kalt bleibt, dann wird die Brennnessel auch nicht mehr weiter wachsen und dann irgendwann verkümmern oder ganz verschwinden. Aber jetzt um diese Zeit, wenn ihr solche Brennnesselpflanzen findet, könnt ihr noch den obersten Teil der Brennnesselpflanze ernten. Hier wächst der Löwenzahn, auch eine sehr bekannte Wildpflanze. Also diese Wildpflanze erkennt fast jeder. Die Blätter sind ja auch ganz charakteristisch. Und charakteristisch für diese Wildpflanze ist ja auch der herbe, etwas herbe, bittere Geschmack. Ihr seht, solange der Löwenzahn noch so saftig grün ist, könnt ihr ihn um diese Zeit auch ernten. Die jüngeren Blätter, die schmecken nicht so bitter wie die größeren, älteren Blätter. Also wenn ihr den bisschen milderen, bitteren Geschmack bevorzugt, dann sammelt die kleineren Löwenzahnblätter. Das hier ist die Schafgarbe. Die hat ja auch so ein ganz besonderes Erscheinungsbild mit ihren gefiederten Blättern. Die Schafgarbe gehört mir zu den ältesten Heilpflanzen der Welt und wenn man sie probiert, schmeckt sie eher herb. Und wenn ihr diese Wildpflanze findet um diese Zeit und sie noch schön grün aussieht, dann könnt ihr sie auch ernten und mit in euren Speiseplan integrieren. Gleich daneben wächst noch eine Wildpflanze, eine etwas unscheinbare Wildpflanze. Und zwar das Hirtentäschel. Davon mag ich zum Beispiel am liebsten die Blüten, also das ganz obere Stück. Das könnt ihr auch, wenn ihr jetzt Hirtentäschel findet, um diese Jahreszeit ernten. Hier wächst für mich die wichtigste Wildpflanze für den Winter, die Vogelmiere. Das Besondere an der Vogelmiere ist, dass sie auch noch wirklich bei kalten, kühlen Temperaturen wächst und gedeiht. Also sie treibt sogar unter dem Schnee weiter, wenn es nicht zu sehr in die Minusgrade geht. Ein wunderbares Wildgrün. Wenn ihr das bei euch in der Nähe findet, dann habt ihr einen kleinen Schatz entdeckt. Ich mag auch den Geschmack der Vogelmiere. Sie schmeckt eher mild, so ein bisschen nach Mais und Erbsen und ist auch sehr gut als Einsteigergrün für Kinder geeignet. Hier habe ich auch was ganz Tolles entdeckt. Ich meine damit jetzt hier nicht die grünen Blätter, ich meine damit auch keine Wildpflanze, sondern eine Frucht. Ich glaube, das ist jetzt hier nicht direkt eine wilde Hagebutte. Es gibt ja auch kultivierte Hagebutten. Aber diese Früchte, die findet ihr auch in der Natur. Und das ist der perfekte Vitamin-C-Lieferant im Winter. Eine Hagebutte, das sind hier rote Hagebuttenfrüchte, eine Hagebutte soll mehr Vitamin C enthalten als eine Orange. Und ihr könnt die Hagebutten wirklich auch roh essen. Allerdings muss eine gewisse Bedingung erfüllt sein. Und zwar müssen die Hagebutten weich sein. Und weich werden sie vor allem nach dem ersten Frost. Ich habe jetzt gerade meinen Simon dabei. Simon, magst du mal eine Hagebutte pflücken? Ist die weich? Ja. Genau. So, Simon hat jetzt eine Hagebutte gepflückt. Du kannst auch mal drauf drücken. Da kommt dann auch so ein bisschen dieses Hagebuttenmus raus. Ja, und das kann man dann essen. Simon, du hast jetzt auch gerade eine Hagebutte probiert und wie ist der Geschmack? Die sind eigentlich ganz lecker, also ein bisschen sauer. Säuerlich, ich mag auch dieses Hagebuttenaroma. Ich habe früher immer gerne Hagebuttenmarmelade gegessen, also gekaufte. Und es ist so genial, ist noch viel, viel besser. Simon, magst du es nochmal probieren? Ja. Und ich filme mal hier weiter. Ganz tolle Hagebuttenfrüchte. Also wenn ihr da so 2, 3 am Tag esst, seid ihr sehr, sehr gut mit Vitamin C versorgt. Denkt dran, die Hagebutten sollten weich sein. Und meiner Erfahrung nach schmecken die schmalen, länglichen Hagebutten besser
als die runden, als die rundlichen Hagebutten. Also wenn, stürzt euch dann lieber auf die länglichen Hagebutten. Die Hagebutten sind noch nicht alle weich, das ist sehr gut. Da kann man dann regelmäßig die Hagebutten pflücken, kann dann jeden Tag oder alle paar Tage mal hergehen und dann eben nach weicheren Hagebutten suchen. Also mein Simon ist jetzt auf den Geschmack gekommen. Der steht schon hier die ganze Zeit, beziehungsweise läuft hier um den Strauch oder um den Busch herum und sucht sich weiche Hagebutten. Nochmal kurz was zum Verzehr von rohen Hagebutten. Wir suchen uns also eine rohe Hagebutte, ziehen diese vom Strauch und wenn die so weich sind, lassen sie sich auch ganz leicht vom Stiel abziehen. Und dann seht ihr hier an der rechten Seite so ein haariges kleines Gebilde und da fassen wir die Hagebutte an und ziehen dann die Frucht so ab. Also dieses haarige Gebilde, dieses dunkle Etwas, essen wir nicht mit. Das ist ein wunderbares Wildgrün für den Winter. Das sind Brombeerblätter. Und die Brombeerblätter sind das ganze Jahr über am Strauch. Sie sind im Winter ledriger, härter, aber immer grün. Achtet bitte bei der Ernte drauf, dass die älteren Blätter nicht nur am Stängel Stacheln haben, so wie ihr das hier sehen könnt, sondern auch auf der Blattunterseite. Hier könnt ihr das gut erkennen, auf der Blattrippe befinden sich auch Stacheln. Am besten ihr faltet das Blatt so nach unten und reißt es ab. Hier seht ihr nochmal die Stacheln und dann könnt ihr das Blattgrün rechts und links von dieser Blattrippe entfernen. Entweder so essen, aber Vorsicht, im Winter sind die Blätter ledriger und schmecken noch herber, sind sehr zäh. Aber man kann es auf alle Fälle auch im Winter essen oder ihr verwendet dieses Blattgrün für grüne Smoothies, auch wunderbar geeignet. Jetzt im Winter gibt es hier auch Kulturgrün wie Grünkohl. Heute kam Grünkohl mit meiner Biokiste. Daraus kann man auch grüne Smoothies mixen mit ein bisschen Obst und dann einfach eine Handvoll Brombeerblätter rein und dann wertet ihr somit euren grünen Smoothie auf. Also Vorsicht beim Pflücken, achtet auf die Stacheln, aber traut euch auch im Winter Brombeerblätter für eure Ernährung zu verwenden. Hier seht ihr die Taubnessel, auch ein wunderbares Wildgrün für den Winter, denn in milden Wintern könnt ihr die Taubnessel das ganze Jahr über finden. Sie schmeckt würzig, pilzartig und ich mochte früher immer gern die Kombination Banane-Taubnessel. Also wenn ich unterwegs war, hatte ich reife Bananen oder ein, zwei reife Bananen dabei und habe die dann immer zusammen mit den Blättern der Taubnessel genossen. Ihr seht hier auch noch die Blüten der Taubnessel, also die Taubnessel gehört zu den Lippenblütlern. Sie sieht so ähnlich wie die Brennnessel aus, hat allerdings keine Nesselhaare und unterscheidet sich auch im Geschmack, also pilzartig, würzig. Hier haben wir noch eine wunderbare Wildpflanze, das ist der Giersch. Der Giersch ist in ganz Europa heimisch und hat eine anregende Wirkung auf die Verdauung. Die Blätter jetzt im Winter schmecken schon etwas ledriger bzw. zäher. Also am besten schmecken natürlich die jungen Girschblätter im Frühjahr und ich bereite mir dann auch gern im Frühjahr einen leckeren frisch gepressten Saft aus Girsch und Brennnessel zu. Jetzt im November würde ich eher nur ein paar Blätter pflücken, klein hacken, für verschiedene Gerichte verwenden oder einfach pur essen. Der Giersch hat einen wunderbaren, würzigen Geschmack. Er schmeckt nach einer Mischung aus Petersilie, Möhre und Sellerie. Charakteristisch für den Giersch ist die Dreiteiligkeit der Blätter, was ihr hier auch gut sehen könnt. Und die Blätter sind am Rand gezahnt. Das ist auch ein wunderbares Wildgrün. Das sind Blätter des Gundermanns. Diese Wildpflanze wird auch Gundelrebe genannt. Und das Interessante an dieser Pflanze ist, dass der Gundermann früher auch als Allerweltspflanze bezeichnet wurde. Sie wurde für das Heilen, zum Würzen und für die Ernährung verwendet. Der Gundermann schmeckt recht würzig und herb. Er enthält ätherische Öle, Gerb und Bitterstoffe. Der Gundermann soll übrigens bei der Schwermetallausleitung sehr hilfreich sein. Charakteristisch für den Gundermann sind die nierenförmigen Blätter. Hier wächst noch mehr Taubnessel. Das könnt ihr vor allem da erkennen, wo ihr noch die rosafarbenen Lippenblüten erkennen könnt. Hier gibt es noch ein paar Taubnesselpflanzen und dazwischen auch noch
die Brennnessel. Hier noch etwas Kirsch. Mit einem geübten Auge lassen sich wichtige Wildpflanzen ganz leicht in der Natur erkennen und unterscheiden. Das ist wichtig. Das ist das Klettlabkraut. Das ist auch in fast ganz Europa heimisch. Und charakteristisch ist, dass die Blätter am Stängel wie Quirle angeordnet sind. Das Klettlabkraut hat einen milden Geschmack und wenn man hier über das Kraut streicht, dann fühlt es sich so leicht klebrig an, beziehungsweise gibt es da so einen leichten Widerstand. Die Blätter sind nicht ganz glatt, wie zum Beispiel beim Wiesenlabkraut, was ähnlich aussieht, aber ganz weich und glatt ist. Das junge Kraut eignet sich auch zum Puressen. Älteres Klettlabkraut würde ich dann eher in Saften oder für grüne Smoothies verwenden, weil das durch diese Kletten, in Anführungsstriche, nicht so angenehm zum Kauen ist. Hier habe ich auch noch mehr Kirsch gefunden. Hier seht ihr, die Blätter werden schon ein bisschen gelb, sind nicht mehr ganz so frisch. Aber man kann auch noch ganz gutes Kirsch-Wildgrün finden. Es sind auch noch kleinere Blätter. Hier ist noch mehr Klettlabkraut. Hier ist noch mehr Kirsch. Und hier Klettlabkraut. Hier auch noch ein bisschen Gundermann. Die Blätter sind nicht mehr ganz so schön. Hier sehen wir auch noch ein bisschen Gundermann. Also wenn man in der Natur unterwegs ist, mit offenem und wachsamen Auge, kann man kostbares Wildgrün finden. Überhaupt kein Problem. Es müssen ja nicht 30 verschiedene Wildkräuter sein. Wenn ihr 2, 3 Wildpflanzen im Winter in eure Ernährung integriert, dann habt ihr schon viel gewonnen. Hier sind noch ein paar Brennnesselpflanzen. Die sehen jetzt auch nicht mehr ganz so schön aus wie zum Beispiel im Frühjahr. Also ihr seht, die haben auch einige Löcher an den Blättern. Und ich sammle meistens dann die oberen 4 bis 6 Blätter, die noch etwas gesünder aussehen, frischer. Das ist das Fünffingerkraut. Der Name ergibt sich aus der Form der Blätter. Und das Fünffingerkraut ist auch recht weit verbreitet und kommt dann auch immer in größeren Mengen vor. Also das steht jetzt auch nicht alleine da oder wenige Pflanzen. Meistens gibt es dann immer so ein kleines Meer aus Fünffingerkraut. Es schmeckt recht mild, es hat keinen besonderen Eigengeschmack, kann aber gut für grüne Smoothies verwendet werden oder ihr hackt dieses Wildgrün einfach klein und gebt es zu verschiedenen Gerichten. Dieses Wildblümchen kennt wohl fast jeder. Das ist das Gänseblümchen. Das Gänseblümchen findet man auch recht gut in milden Wintern. Allerdings schmeckt es im Winter ziemlich herb. Also es enthält Gerb- und Bitterstoffe. Wenn ihr unterwegs seid in der Natur und findet diese kleinen Gänseblümchen, dann könnt ihr einen kleinen herben Snack zu euch nehmen. Das sind Kleeblätter. Die könnt ihr jetzt auch noch im November finden. Also die Kleeblätter, die schmecken eher mild, so ein bisschen nach Kopfsalat. Könnt ihr euch ein paar pflücken und entweder mit für grüne Smoothies verwenden oder eben klein hacken für verschiedene Gerichte oder einfach pur essen. Im November habe ich auch noch den Spitzwegerich gefunden. Charakteristisch für diese Wildpflanze ist, dass der Spitzwegerich keinen Stängel hat, wie die meisten Wildpflanzen, sondern dass die Blätter aus dem Boden herauswachsen. Ihr seht hier die schmalen, spitz zulaufenden Blätter. Der Spitzwegerich schmeckt leicht champignonartig und enthält zum Beispiel Kieselsäure, Vitamin C und Zink. Hier auf diesem kleinen Wiesenabschnitt habe ich schon einiges an Wildgrün entdeckt. Die habe ich euch in diesem Video alle schon gezeigt. Ich möchte jetzt einfach noch mal kurz drüber gehen und zeigen, wenn man seine Plätze kennt oder auch Wiesen in der Umgebung hat, wie einfach es ist, eine gewisse Anzahl an Wildpflanzen zu finden. Hier haben wir den Wiesenklee und gleich daneben den Löwenzahn, also ein paar Löwenzahnblätter, die ihr hier ganz gut erkennen könnt. Dann haben wir hier den Spitzwegerich. Hier sehen wir die Vogelmiere.
noch mehr Vogelmiere. Dann hier hinten Brennnesselpflanzen. Hier wächst auch der Gundermann. Könnt ihr hier ganz gut erkennen. Wächst noch mehr Gundermann, Brennnesseln. Dazwischen immer mal ein bisschen Vogelmiere. Noch mehr Brennnessel, ganz viel Vogelmiere. Hier ein Gänseblümchen hiervon. Und hier die Schafgarbe. Das sind die gefiederten Blätter. Hier haben wir noch zwei unscheinbare Hirtentäscheln. Hier auch noch eins. Hier vorn. Und das habe ich hier alles auf diesem kleinen Wiesenstück gefunden. Und hier gibt es wirklich eine große Vielfalt und auch eine große Anzahl dieser Wildpflanzen, die ich euch gezeigt habe. Das ist so von Weitem gar nicht so ersichtlich. Denkt man einfach, das ist eine Wiese und ganz viel Herbstlaub. Korrekterweise müsste ich noch das Wiesengras hinzufügen. Das sieht ja auch noch schön grün aus und das Wiesengras ist auch eine Wildpflanze, die wir zu uns nehmen können. Im Frühjahr entsafte ich gern das Wiesengras. Jetzt würde ich eher kleinere Mengen pflücken und für grüne Smoothies verwenden. Oder nur in ganz kleinen Mengen für grüne Säfte. Einfach mal ein, zwei Handvoll Gras dazu. Solange das Gras noch saftig ist. Ihr seht, wir finden noch einiges an Wildgrün draußen in der Natur im November. Wenn die Temperaturen allerdings gegen 0 Grad gehen, beziehungsweise längere Zeit unter 0 Grad bleiben, dann werdet ihr auch einige Wildpflanzen, die ich in diesem Video gezeigt habe, nicht mehr finden. Zum Beispiel die Brennnessel oder auch den Löwenzahn. Sehr beständig, auch in kühleren Wintern, ist zum Beispiel die Vogelmiere. Und Brombeerblätter, die könnt ihr auch das ganze Jahr über, also auch im strengeren Winter, draußen in der Natur sammeln, sogar unter dem Schnee. Auch die Vogelmiere treibt noch unter dem Schnee weiter, wenn es nicht zu sehr in die Minusgrade geht. Also ihr seht, wir können uns auch im Winter mit etwas Wildgrün versorgen. Wenn ihr euch für mehr Wildpflanzen interessiert, für die große Wildpflanzenvielfalt, die wir hier haben, also das beinhaltet nicht nur Wildkräuter, sondern auch Baumblätter, dann kann ich euch mein E-Book Gesund Grün Essen empfehlen. Darin gibt es ein ganz großes Kapitel zu dem Thema Wildpflanzen, was man beachten muss beim Sammeln, wie man sich vorbereitet. Und ich beschreibe über 60 Wildpflanzen, Wildkräuter und Baumblätter. Es gibt Wissenswertes zu jeder Wildpflanze, dann beschreibe ich auch die Merkmale der Wildpflanze, also wie sie aufgebaut sind, wie ihr die Wildpflanze sicher in der Natur erkennen könnt. Und es gibt auch die gesundheitlichen Wirkungen der einzelnen Wildpflanzen, wie sie eure Gesundheit unterstützen können. Und ich gebe auch immer so Tipps, wie ihr diese Wildpflanze verwenden könnt, vor allem für eine Rohkosternährung. Wenn ihr euch für dieses E-Book interessiert, ihr findet den Link unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiter in der Natur wandeln, mal schauen, was ich noch so an Wildgrün finde, werde noch ein bisschen die Sonne genießen, noch ein bisschen befreites Atmen praktizieren, wünsche euch noch eine wundervolle Zeit, bleibt standhaft in diesen herausfordernden Zeiten, ich wünsche euch ganz viel Kraft und innere Balance, innere Harmonie und sage bis ganz bald, eure Silke.